Willkommen, liebe Leute, beim neuen Pflanzenporträt. Es wird da um die krause Distel bzw. genauer krause Ringdistel gehen. Das ist diese Pflanze hier. Und wir werden sie aber auch ein paar andere Disteln, weil sie sich anbieten, die was da rundherum stehen, anschauen. Weil das mit den Disteln ist ein bisschen ein Hund. Es gibt ganz, ganz viel. Es gibt voll viel Ringdisteln. Also Ringdistel ist die Gattung, gehört zu den Korbblütern. Aber dann gibt es auch zum Beispiel Kratzdisteln und auch für die Kratzdisteln gibt es ganz viel und die können aber auch einen ähnlichen Bau haben. Und es gibt, da haben wir so eine Gänsedistel, und bei den Gänsedisteln ist dann leicht, wenn es einmal blüht, weil die haben gelbe Blüten. Aber so gesehen ist es ein bisschen ein Hund, aber es macht nichts, zumindest nicht, wenn wir esstechnisch das Ganze betrachten wollen, weil giftig davon ist nichts. Aber nochmal zurück, also Familie der Korbblüter. Und diese Ringdisteln ist die Gattung, da gibt es ungefähr 90 Arten drinnen, ungefähr davon 60 kommen bei uns vor. Und diese krause Ringdistel ist eben eine dieser Arten. Und auch von der gibt es dann wieder, also diese ist wieder in zwei Unterarten aufgeteilt, weil sie sich zum Teil dann optisch unterscheiden. So genau kann sie euch dann gar nicht erklären, weil ich es gar nicht weiß, außer eben, dass man da ein bisschen aufpassen muss mit den Disteln bei der Endbestimmung. Aber die krause Ringdistel hat ein super Merkmal. Ihr seht, es ist zwar super betont, aber wenn ich da angreife und hinlang, dann tun mir die Dornen, ich habe mir gespürt, zwar ein bisschen stechen, aber das ist mehr wie eine Massage. Diese Dornen sind eher weich und das ist ein tolles Merkmal für diese krause Ringdistel. Was ein bisschen doof ist, es gibt zum Beispiel die Wegdistel, heißt die schaut fast so aus und von der Entfernung schaut die auch ziemlich weich aus, aber wenn man die dann anlangt, dann tut das furchtbar weh, weil die ganz harte und wirklich stechende Dornen hat. Ich weiß das, weil ich habe es schon gemacht, also das könnt ihr mir ruhig glauben. Das Ganze ist eine zweijährige Pflanze, das heißt im ersten Lebensjahr bildet es nur eine Blattrosette aus mit diesen fiederspaltigen Blättern, das was am Boden liegt, das überdauert dann im Winter, das ist so ein Hemikryptophyt, weil das das Erneuerungsorgan, man müsste dann sagen, Überdauerungsorgan ist die Wurzel und das Erneuerungsorgan ist jenes, wo dann im nächsten Jahr frische Blätter und dieser Blütentrieb rauswachsen können. Das liegt auf der Erde auf. Das nennt man dann eben Hemikryptophyt. Wenn sowas genauer interessiert, da habe ich mal was dazu gemacht, der kann sich das da anschauen. Wenn das praktisch im ersten Jahr sind die Blätter nur dazu da, um Speicherstoffe in dieses Wurzelsystem zu füllen. Das muss nicht genauso verzweigt ausschauen wie da. Also in echt gibt es ein Hauptwurzelchen und das da ist einfach bodenhart. Also wenn das ein sandiger Boden ist, dann kann das sein, dass diese Hauptwurzel prägnanter ausgebildet ist und es weniger solche Verzweigungen gibt. Aber macht nichts. Im ersten Lebensjahr, das heißt im Herbst, wenn man sowas findet, und im Frühling, bevor es dann eben aufschießt zum Blütentrieb, sind diese Wurzeln, wie bei allen Disteln eigentlich, gut essbar, da noch halbwegs weich. Und lohnend, bei manchen Distelarten gibt es große Wurzeln, da seht ihr, das lohnt sich nicht recht, aber grundsätzlich war es möglich. Wenn es eben dann diesen Winter hinter sich gebracht hat, schießt das Ganze auf, wird immer höher und höher und höher und dann bildet es irgendwann diese Blütenknospen aus. Das sieht man da schon schön. Und dann irgendwann geht es los mit der Blüte. Also ihr habt es jetzt gesehen, ich habe das die ganze Zeit, ich kann das angreifen, ohne dass ich aua, aua, aua schreie. Wenn ich das nachher bei der gewöhnlichen Kratzdistel probiere, dann wird es mir aua schreien hören. Wahrscheinlich auch bei der Ackerkratzdistel. Aber das sehen wir dann eh noch. Es werden so Korbblüten aus, also die Familie ist die Korbblütler, also so Körbchenblüten ausgebildet. Und da seht ihr, da gibt es mehrere solche Einzelstränge, wo Blüten drauf sitzen. Da sitzen immer so zwischen 1 und 3 Blüten benannt. Es können aber auch manchmal bis 5 sein. Also das ist nicht so genau.
Da, wie man sieht, da sind wieder ein paar Käfer am Backeln. Da hat sich einer auch Blüten für sich gesichert und ist da am Pollen und Nektar sammeln. Das Ganze ist zwar jetzt nicht unbedingt auf Bestäuber angewiesen, punkto Bestäubung / Befruchtung. Und zeitgleich, also sie ist eben auch für Selbstbestäubung / Selbstbefruchtung befähigt. Also der eigene Pollen auf der Narbe kann erfolgreich zum Befruchtung und dann zum Samenausbildung führen. Zeitgleich bietet es Pollen und Nektar an und das nicht einmal wenig. Imker teilen ja Pflanzen in Nektar- und Pollenwert ein. Da ist 4 das höchste und 0 ist gar nichts. Da schneidet es echt ganz gut ab mit 3-3, also 3 Pollenwert, 3 Nektarwert. Aber wie man sieht, also es kommen ein Haufen verschiedene Bestäuber vorbei, aber da sind es jetzt hauptsächlich Käfer. Wann das Ganze erfolgreich, also vielleicht schauen wir sich die Blüte noch, also 60 Korbblüte, die Farbe ist ein bisschen dieses Lila und Violett gemischt und typisch ist diese Hochblätter, die was dieses Körbchen bestücken, wo dieses Blütenkörbchen bestücken, die sind ziemlich fein und nadelartig und sie enden auch in einen feinen Dorn. Sieht man das da ein bisschen? Also auch da fein bedornt, aber auch das tut nicht weh. Wenn das Ganze dann befruchtet ist, dann werden da auch Samen ausgebildet. Diese Samen werden ausgebreitet entweder durch Fressausbreitung, also da kommen tatsächlich, da gibt es den Distelfink, der heißt auch Stieglitz, vorbei. Und zum Beispiel gibt es auch andere Vögel, die fressen diese Samen. Die Verdauung überleben es zum Teil und werden dann wieder ausgeschieden. Zum Teil wird es einfach durch den Wind ausgestrahlt, aber auch Klettausbreitung findet statt. Also wenn da was durchrennt, was hoch genug ist und es ist gerade feucht, dann kann das hängen bleiben. So kommen diese Samen ein bisschen durch die Welt. Ich sag's gleich, dann fange ich mit dem Essen rückwärts an. Ich habe mir das einmal angeschaut, weil es heißt, dass diese Distelsamen, also es gibt ja voll viele verschiedene Disteln, aber auch bei der grausen Distel steht es beschrieben aus Verwendung, dass die Distelsamen ein Öl pressen. Also Alter, da wird man wahrscheinlich ziemlich alt, wenn man da sammelt, dass man da genug zusammenbringt. Aber es sei erwähnt, diese Samen, was da drinnen enthalten sind, haben ein fettes Öl im Öl, also im Samenkörper und das könnte theoretisch durch Pressung gewonnen werden. Viel vernünftiger punkto Esseinsatz erscheint mir die Benutzung von Blattgrün, weil es ist erstens, ja, also es ist halbwegs was dran, besonders auch schon im Rosettenstadion natürlich. Und es ist relativ, nicht nur relativ, es ist wirklich sehr mild. Also es gibt ja ganz viele bittere Wildpflanzen. Die Distel, besonders die grause Distel da, die gehört nicht dazu, dass die bitter ist. Und durch das, dass eben zwar diese Dörnchen besitzt, die aber so weich sind, ist das kein Problem, wenn man das irgendwo in einen Smoothie-Maker reinhaut, der zerdreht ist und selbst wenn er das nicht schafft, diese kleinen Dörnchen, hat man dann keine stechende Brühe zum Trinken. Das schaut schon ganz anders aus bei der Ackergraz-Distel, die hat zwar, ihr seht es also auch da ist jetzt nicht mächtig bedornt, aber diese Dornen, die was hat, die sind schon wesentlich stabiler wie die von der grausen Distel. Und die Blätter sind tief widerspaltig eingeschnitten, also das ist das, dass da nicht so gerade dahin rennt, sondern da so tiefe Buchten hat und in der Regel Oberseite glatt und da brauchen wir jetzt nochmal das Zoom, Unterseite weiß filzig behaart. Sieht man das? Und das ist oft mehr oder weniger, aber dennoch wirklich da gut erkennbar. Ja, also ja, ich glaube, man sieht das, was man meint mit weiß filzig behaart. Da sieht man das auch nochmal schön. Also ja, die kann man gut einsetzen. Also das ist auch meine persönlich einzige Verwendung, die was ich habe. Zu den anderen, also ich habe ja gesagt, Disteln gibt es viele, also da, das ist zum Beispiel Ackergraz-Distel. Die Ackergraz-Distel ist extrem vielgestalt. Also die kann rote Stiele haben, die kann ziemlich groß werden, die kann klar bleiben. Vielleicht ist da nicht da irgendwas in Blüte für der Ackergraz-Distel. Das ist eine raue Gänse-Distel, auch die ist essbar.
Bei der ist es auch so, dass die Dornen nicht wirklich arg wehtun, aber die Gemüse-Gänsedistel ist einladender zum Essen, weil die hat gleich gar keine Dornen. Und die Gänsedisteln sind zum Beispiel jene, die was gelb blühen. Also wenn es blühen, hat man die schon mal leicht im Unterscheiden. Und da kommen wir jetzt eben zu einem Spezialisten, da schreibt man dann nur mehr Aua, 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 das ist die gewöhnliche Kratzdistel und wenn ihr euch die Dornen anschaut, also da spielen wir schon in einer anderen Liga, auch die wäre essbar. Das Problem ist ja, wie soll man es machen, also weil da kommt man sich die Stängeltriebe schälen, wie man das so bei so viel Disteln machen kann und das knappern und. Aber ich hab's probiert, glaubt's mir's. Aber es ist nicht sinnvoll. Man konnte die Blätter benutzen, nur muss man sich dann die Dornen wegschneiden, weil der bläst auch kein Smoothie Maker, auch kein Hochleistungsmixer macht das dann gescheit. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und somit ist eben die krause Distel mit der Gemüse-Gänse-Distel zum Beispiel eine von denen, die was am dankbarsten ist, punkto Grünverwendung. Ja, jetzt vielleicht, weil ich die ja eh schon geopfert habe, zeige ich das, was ich gemeint habe mit den Trieben. Man kann bei allen Disteln und bei vielen anderen Pflanzen, geht es, dass man diese Stängel abbricht. Oft ist es am besten, bevor es wirklich zur Blüte kommt, weil es nur am Weichern ist. Haltet euch kurz fest, weil dann kann ich euch das kurz zeigen, was zum Tun ist. Dann schält man einfach diese Stängel umschließende Haut ab und das, was man da freilegt, ist ein weiches, saftiges, gut essbares Mampferei. Und das kann man echt machen. So gut wie jeder Distel funktioniert das. Aber auch bei der Himbeer, bei den jungen Trieben funktioniert das. Oder bei der großen Glätte, bei den Blättern oder bei den Blütentrieben. Nur das nur erwähnt. Okay, also die krause Ringdistel, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Und ja, ich esse jetzt mein Stabal noch zusammen und euch wünsche ich auch Mahlzeit. Wir sehen Sie beim nächsten Porträt.